Moin, ich bin Tilman von der Radlbande. In diesem Video wollen wir einmal ganz kurz klären, wie man Fahrradanhänger, Kinderanhänger an die verschiedenen Fahrradarten anbringen kann. Denn da gibt es Unterschiede und die wollen wir heute mal betrachten. Ich mache dieses Video, weil ich immer wieder die Frage gestellt bekomme, wie habe ich denn meinen Anhänger an dem und dem Fahrrad dran gebaut? Meistens in Bezug auf das Topstone, aber auch in Bezug auf das Bergamont Testrad, was ihr im Hintergrund seht. Grundsätzlich sind beim Fahrrad drei verschiedene Achsenarten verbreitet. Einmal die Vollachse, die bei den meisten Nabenschaltungen noch Anwendung findet, dann Achsen mit Schnellspanner und Steckachsen. Und bei allen dreien wollen wir heute mal sehen, wie sich da Anhänger befestigen lassen. Hier haben wir jetzt mal so eine Kupplung. So sieht die von Querido aus. Von anderen Herstellern sehen die natürlich anders aus, aber sie funktionieren im Wesentlichen alle gleich. Hier kommt die Achse durch, also da wird es am Fahrrad befestigt. Und hier an diesem Punkt, hier wird die Deichsel befestigt. Hier haben wir ein Rad mit einem klassischen Schnellspanner und an solchen Rädern ist es am einfachsten, eine Anhängerkupplung zu montieren. Hier sollte man allerdings schon darauf achten, dass man möglichst ein Rad nimmt, das ein vertikales Ausfallende hat und kein horizontales, da an dieser Stelle ziemlich starke Kräfte nach hinten ziehen und das ansonsten verrutschen könnte. Aber es funktioniert auch hier. Wir öffnen den Schnellspanner, zack, schrauben den auf der anderen Seite raus. Jetzt haben wir den Schnellspanner in der Hand, nehmen die Kupplung, stecken die hier drauf, dann nehmen wir die Feder, stecken die ab, wieder drauf und jetzt schieben wir das Ganze einfach hier wieder rein. Zack. Auf der anderen Seite auch wieder die Feder und natürlich die Mutter und drehen das Ganze fest. Und wie gesagt, darauf achten, dass hier genug Gewindegänge übrig bleiben, dass ihr das gut montieren könnt. Jetzt einmal die Kupplung ausrichten und den Schnellspanner festziehen. Wenn das sich bewegt, dann müssen wir natürlich das auf der anderen Seite nochmal fester ziehen. Kupplung erneut ausrichten, horizontal zum Boden und dann den Schnellspanner festziehen. Das sollte richtig anstrengend sein, richtig schwer gehen und da sollte sich dann auch nichts mehr bewegen lassen. Wenn ihr merkt, dass die Kupplung sich unter der Fahrt nach unten neigt oder nach oben neigt oder bewegt, schnell anhalten und den Schnellspanner nochmal fester ziehen. Oder es gibt auch solche Verdrehsicherungen, sodass die Kupplung immer in der gleichen Position hier in dem Ausfallende sitzt. Die zweite Möglichkeit ist, ihr habt ein Fahrrad mit einer Nabenschaltung und einer Vollachse, so wie dieses Bike hier. Bei so einem Rad sehe ich häufig, dass die Kupplung falsch montiert wird. Die wird nämlich einfach hier direkt zwischen dieses kleine Teil und die eigentliche Mutter gesetzt. So, und dann wird hier festgeschraubt. Zack, fertig, festgezogen und sitzt ja eigentlich. Aber da gibt es zwei Probleme. Auf der einen Seite ist hier nur relativ wenig Gewinde, damit diese Mutter richtig fest sitzen kann. Auf der anderen Seite ist die Vollachse bei Nabenschaltung Teil der Nabe. Und hier gibt es ja so eine Verdrehsicherung hier drin, die sorgt dafür, dass die Nabe überhaupt schalten kann. Und wenn jetzt die Kupplung direkt auf dieser Vollachse sitzt, dann kann es sein, dass durch die Belastung, durch diesen Zug nach hinten, dass sich dann die komplette Schaltung innen drin verzieht und es dann zu einer defekten Nabe kommen kann. Deswegen gibt es hier eine andere Möglichkeit. So ein Bauteil hier. Das fungiert als neue Hutmutter, wird hier draufgeschraubt, dann natürlich richtig festgezogen. Und jetzt wird da auf die Kupplung montiert. Kupplung rauf, Mutter rauf. Und hier sind dann auch genug Gewindegänge da, damit die Kupplung sicher sitzt. Einmal ausrichten und dann den ganzen Spaß richtig festziehen natürlich. Ne? So sollte eine Anhängerkupplung bei einem Fahrrad mit Nabenschaltung montiert werden. Hier mit so einem Zwischenstück und nicht direkt auf der Vollachse der Nabe. Diese Teile gibt es von verschiedenen Herstellern hier, kosten ein paar Euro, die sind nicht teuer, aber können im Zweifel eure Nabe retten. Jetzt haben wir Schnellspanner und Vollachsen abgedeckt, aber was ist, wenn mein Rad mit einer Steckachse kommt? Steckachsen sind solche Dinger hier. So sehen die aus. Das ist jetzt die Steckachse von dem Bergamont Testrad, was ich hier hinten habe. Und Steckachsen haben nochmal eine besondere Herausforderung, denn es gibt hier erstmal keine Möglichkeit, um einfach eine Kupplung zu montieren.
Gibt's einfach nicht. Entweder haben die Räder dann einen proprietären Anbauort für eine Anhängerkupplung oder man muss sich mit einem Adapter helfen. Aber das Problem bei Steckachsen ist, dass es viele verschiedene Standards gibt. Je nachdem, was für ein Rad das ist, ob es ein Rennrad oder ein Mountainbike ist oder so ein Alltagsrad, da gibt es immer mal wieder andere Systeme, andere Standards, die da angewendet werden. Eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, was das Richtige ist, ist hier der Querido Axle Finder. Die Steckachse einfach ausbauen, nachmessen und auch das Gewinde prüfen. Welches Gewinde habe ich da drin? Welchen Durchmesser der Achse habe ich da drin und welche Länge? Und dann kann man zum Beispiel bei Querido sich eine Achse kaufen. Hier haben wir jetzt die originale Steckachse von Bergamont drin. Die bauen wir jetzt mal aus. Also ihr könnt hier sehen, die geht einmal komplett durch und wird dann auf der anderen Seite hier mit diesem Gewinde verschraubt. Das heißt, die Ersatzachse muss die gleichen Eigenschaften haben, die gleiche Gewindesteigung, den gleichen Durchmesser und die gleiche Länge wie die Originalachse. Das haben wir hier mit dieser Querido-Achse gegeben. Wir halten die mal daneben. Also das ist genau das gleiche Gewinde, genau die gleiche Länge, beziehungsweise hier ist noch ein Adapterstück. Wenn die Länge nicht stimmt, dann liefert Querido auch so ein Adapterstück mit, falls diese Achse hier zu lang sein sollte. Jetzt ziehen wir die Achse und bauen die mal ein. Die ist jetzt schon gut eingefettet, dadurch, dass ich sie schon verwendet habe. Stecken die durch und jetzt drehen wir sie einmal komplett fest. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, eine Kupplung zu montieren. Die setzen wir hier an, haben hier die Unterlegscheibe. Und dann wird das hier bei der Querido-Kupplung so reingeschraubt mit einer Schraube, das ist eine Schraube. Und auch die muss natürlich festgezogen werden, wiederum die Kupplung so ein bisschen ausrichten und dann gut festziehen. Und jetzt könnt ihr an einem Fahrrad mit Steckachse einen Anhänger ziehen. Hier bei meinem Gravelbike ist nochmal ein etwas anderes System. Hier ist keine Querido-Steckachse, sondern eine von Robert Axle Project. Die machen im Grunde die meisten verschiedensten Steckachsen in den verschiedensten Längen. Auch hier wurde dann mit Adapterstücken gearbeitet, aber auch damit eben die Kupplung nicht zu nah an dem Rahmen ist. Aber dadurch habt ihr ein sehr, sehr sicheres System, ein sehr stabiles System und könnt einfach die Anhänger ziehen. Hier ist jetzt, das könnt ihr hier sehen, hier ist ein Imbus auf der Innenseite und eine Mutter außen, die die eigentliche Kupplung hält. Das ist also etwas anders als das System hier bei Querido. Aber funktioniert am Ende genau gleich. Eine Besonderheit gibt es noch für Fahrräder, die solche Ständeraufnahmen haben. Denn hier gibt es zum Beispiel auch von einigen Herstellern Kupplungen, die sich hier verschrauben lassen und dann hier unter der eigentlichen Achse entlang geführt werden. Bei dem Rad war das jetzt so, dass die Kupplung die eigentliche Achse verdeckt hat, sodass man das alles immer komplett abbauen musste. Aber auch das wäre eine Möglichkeit, unabhängig davon, was für ein System ihr hinten habt, einen Anhänger zu montieren. Ja, das sind die drei Möglichkeiten, um Anhänger an den verschiedensten Fahrrädern zu montieren. Am einfachsten ist es offenbar bei einem normalen Schnellspanner. Da könnt ihr das einfach direkt montieren. Bei einer Nabenschaltung braucht ihr einen Adapter, um die Nabenschaltung nicht kaputt zu machen. Und bei einer Steckachse braucht ihr eine komplett neue Achse, an der ihr dann den Anhänger montieren könnt. Es gibt natürlich noch weitere Methoden, um Anhänger zu montieren. Es gibt Anhänger, die von zwei Seiten montiert werden, aber die regulären Fahrradanhänger, mit denen ihr Kinder transportieren könnt, die werden eigentlich immer auf ein und dieselbe Art und Weise am Fahrrad befestigt. Ja. So sieht es aus. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu dem ganzen Thema, wenn ich irgendeine Möglichkeit nicht betrachtet habe, dann schreibt mir mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.